Bombjack ist die Portierung eines Arcade-Klassikers aus 1984, erschien exklusiv bei uns in Europa 1992 und wurde von Bit Managers programmiert und von Infogrames veröffentlicht. Mit dieser Hintergrundgeschichte verwundert es dann natürlich nicht, dass das Spielprinzip sehr simpel aufgebaut ist. Ihr spielt einen Superhelden und eure Aufgabe ist einfach: entschärft alle im Level aufgeteilten Bomben. Die Level erstrecken sich dabei immer über einen Bildschirm. Neben den Bomben sind natürlich auch diverse Gegner und Plattformen verteilt. Das Entschärfen der Bomben ist zum Glück nicht sehr kompliziert. Im Prinzip müsst ihr diese nur einsammeln und schon bergen diese keine Gefahr mehr. Das klingt jetzt nicht so spektakulär, aber es gibt natürlich ein kleines, aber feines Element. Wenn ihr eine Bombe unschädlich macht, wird eine andere entzündet. Sammelt ihr diese Knallkugel ein, bekommt ihr mehr Punkte. Ihr solltet also natürlich nicht einfach die Dinger in einer beliebigen Reihenfolge abfrühstücken. Dabei müsst ihr natürlich immer den Gegnern ausweichen, da ihr diese nicht bekämpfen könnt. Klingt erst einmal sehr stressig und das ist es auch. Aber ihr habt eine Geheimwaffe. Da ihr einen Superhelden spielt, kann dieser natürlich auch mehr als einen otto-normalen Mensch. Ihr könnt verdammt hoch springen und wenn ihr dabei die nach oben Taste drückt, dann sogar den ganzen Bildschirm hoch. Danach könnt ihr mit eurem Cape nach unten gleiten. Der Bewegungsablauf braucht natürlich auch etwas Übung und ist vielleicht der Knackpunkt für den einen oder anderen, aber genau das macht da eigentlich ein gutes Arcade-Spiel aus. Ich finde das Spiel durchaus mal einen Blick wert. Wer auf schnelle Arcade-Action steht, findet hier eine solide Portierung vor. Wie der Name es schon vermuten lässt, wurden in diesen 1995 erschienenen Arcade Classics Nummer 3 die Spielhallenklassiker Galaga und Galaxian auf den Game Boy portiert. Die beiden Spiele geben sich sehr ähnlich und so bietet sich das natürlich in der Kombination an. Die Portierung wird dabei recht originalgetreu vollzogen. Es gibt keine erweiterten Modi oder gar grafische Updates, sondern nur die gute alte Arcade Action. Immerhin könnt ihr aber auch beide Spiele zu zweit über das Linkkabel zocken. Aber gehen wir mal an dieser Stelle einmal auf die beiden Spiele genauer ein. Galaxian erschien 1979 und ist im Prinzip eine erweiterte Variante des Klassikers Space Invaders. Heißt, ihr habt am unteren Bildschirmrand ein Raumschiff, könnt dieses nach links und rechts bewegen und müsst auch feindliche Raumschiffe über euch schießen. In Galaxian bewegen sich die Gegner jedoch nicht nur in einer Formation und so wird das Spiel dann auch gleich viel dynamischer. Die Gegner kommen hier schon einmal auf euch zugeflogen und schießen auf euch. Galaga ist eine Art Nachfolger zu Galaxian und erschien 1981. Wie es ein guter Nachfolger tut, verbessert dieser das schon gute Spiel, während das Kerngameplay natürlich wie gewohnt bleibt. Hier sind die Gegner dann noch etwas schneller und dynamischer unterwegs und so macht es Galaga in meinen Augen zu dem besseren Spiel. Diese beiden Klassiker sind also ohne große Schnörkel auf den Gameboy portiert worden. Wenn ihr mal Bock auf eine Runde zwischendurch habt, könnt ihr hier definitiv zugreifen, erwartet hier allerdings keinen großen Mehrwert im Vergleich zu den alten Klassikern. Super Kickoff erschien 1991 und wurde von Enigma Variations programmiert. Auf dem Gameboy gibt es da so einige Fußballspiele, aber leider waren nur so wenige wirklich gut. Zu diesen zählt dieses Spiel leider nicht. Ich würde mich sogar so weit aus dem Fenster lehnen, um zu sagen, dass es eines der schlechtesten Sportspiele auf dem System ist. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, aber warum denn, lieber Panda, ist das so? Im Prinzip wegen allem. Aber fangen wir mal mit dem Positiven an. Es gibt verschiedene Spielmodi. Im Liga-Modus könnt ihr in einer Liga mit 8 anderen Mannschaften spielen. Bei The Cup spielt ihr einen Wettbewerb gegen 8 Gegner und in Euro Trophy spielt ihr quasi die Champions League nach. Außerdem habt ihr die Auswahl aus insgesamt 16 verschiedenen europäischen Teams. Soweit, so gut. Aber dann fängt das eigentliche Spiel an und sofort begrüßt euch die einfach nur miese Steuerung. Mit dem Steuerkreuz bewegt ihr euch und mit einer Taste schießt ihr und mit der anderen passt ihr. Problem ist jedoch, dass eure Spieler anscheinend kein Ballgefühl haben und ständig fliegt der Ball unkontrolliert weg. Das könnte man ja mit einer Art Skillsystem begründen, aber das geschieht hier so unkontrolliert, dass es einfach keinen Spaß macht. Und dann kommt noch die Grafik. Ihr spielt das Ganze aus der Draufsicht und der Bildschirmausschnitt ist einfach viel zu klein und ihr könnt nicht viel im Voraus planen. Finger weg also von diesem Fußballspiel, da sind wirklich quasi alle Spiele aus dem Genre besser als das hier.